Erstmal einen schönen guten Abend allerseits. Wir wollen heute fortführen in Ergänzung der vorgehenden Vorträge bei dem Thema der Einweihung in die höchsten Mysterien. Sie sehen hier in dem Eingangsbild den Herrn Mereruka. Er war Vezier unter dem Pharao Teti, der 2053 vor der Zeitrechnung in etwa geherrscht hat. Und er war gleichzeitig Vorsteher von allen Priestern. Aus dieser Funktion heraus ist eigentlich erkennbar, dass er ein Hocheingeweihter gewesen ist. Denn sonst wäre er nicht Vezier, ein Berater, einer der wichtigsten Denker mit des Pharaos. Und Vorsteher der Priester heißt nichts anderes, dass er der Wissende gewesen ist, der in die Mysterien eingeweiht worden war. Wir sehen hier ihn mit einem Schutz, der sehr seltsam aussieht, wie so ein Klotz, wie eine kleine Pyramide davor. Und wir wissen heute nicht exakt, ob das damals tatsächlich so ausgesehen hat oder nicht. Aber irgendwie haben die Priester einen Schutz getragen und vermutlich auch etwas nach vorn stehend. Später ist so etwas übernommen worden. Es gibt heute viele sogenannte mystische Organisationen, die ebenfalls noch einen Schutz tragen. Ich höre auf die Dinge einmal mit eingehen. Wenn wir von den Mysterien reden, muss man natürlich erstmal die Frage stellen, was ist denn darunter zu verstehen? Die Mysterien ist für uns ein Begriff, wo wir eigentlich nicht viel anfangen können. Wir haben früher in der Schule gehört gehabt, ja, die alten Ägypter, die hatten ein besonderes Wissen gehabt. Die konnten schon erklären, wann eine Sonnenfinsternis gewesen ist und folglich müssen sie in hohes Wissen eingeweiht gewesen sein oder das schon beherrscht haben. Die Sumerer kannten die Präzision der Erde, das heißt diese Pendelbewegung, wo alle 12 Sternenbilder im Verlauf von rund 25.920 Jahren einmal durchlaufen werden. Und das war zur damaligen Zeit rein theoretisch auch unmöglich, denn nur um einen einzigen Grad dieser Pendelbewegung zu erkennen, hätte man 72 Jahre benötigt, um das festzustellen. Da haben wir heute viel, viel mehr Schwierigkeiten, solche Dinge mit unseren wissenschaftlichen Geräten exakt zu bestimmen. Oder geht es vielleicht darum, bei diesen Mysterien, dass man auch Kenntnisse über die Astronomie im Allgemeinen gehabt hat? Wir wissen, dass Stonehenge ausgerichtet ist nach astronomischen Daten, aber auch in Sachsen-Anhalt kennen wir das von Goseck, wo erst vor wenigen Jahren eine Anlage ausgegraben worden ist und man dann festgestellt hat durch die Denkmalpflege Halle, dass die astronomisch bestimmt gewesen ist. Aber kann es auch vielleicht sein, dass etwas ganz anderes zu der Mystik gehört? Wir wissen, dass es Menschen gibt, die besondere Heilfähigkeiten haben, philippinischen Heiler zum Beispiel. Ich habe das selber auch mal getestet, um zu sehen, ob das etwas ganz Reales ist. Aber es gibt auch andere Hinweise, wo besondere Fähigkeiten angelegen haben. Die Kirche selbst führt in ihrer Statistik rund 230 Heilige auf, die levitieren konnten. Levitieren bedeutet nichts anderes, sich schwerelos zu machen und durch den Raum zu schweben. Für uns ist das unvorstellbar, aber 230 Personen ist eine ganze Menge. Und erstaunlicherweise ist das die Maria von Savoyen, also eine Adlige, das bezeugt hat und auch König Johannes II. Kasimir von Polen. Sie waren anwesend, während einer der ganz Großen im Mittelalter, Josef von Cupertino, nach 1600 diese, man möchte bald sagen, Kunststückchen vorgeführt hat. Kann es aber auch sein, dass die Mystik mit etwas ganz anderem zu tun hat, mit Fähigkeiten zur Vorhersage, also das, was wir heute unter Medialität verstehen. Wir kennen aus der Geschichte zahlreiche Beispiele, schon aus sehr tiefer Geschichte, wie zum Beispiel aus dem Alten Testament, in der Bibel, dort wird Hesekiel zitiert mit den Worten: An diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich, in göttlichen Gesichten führte er mich ins Land Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg. Darauf war etwas wie der Bau einer Stadt gegen Süden. Es geht dann noch wieder weiter, aber das Bemerkenswerte ist hier, er zeigte es ihm in göttlichen Gesichten. Das bedeutet nichts anderes, er hat es im Geist
gesehen. Diese Übersetzung haben manche noch nicht richtig verstanden, vor allem die Kirche selbst noch nicht, dass das eigentlich Medialität bedeutet. Es gibt auch in den Mythen anderer Völker Hinweise, wie zum Beispiel im Poimandres, wo auch aufmerksam gemacht wird oder ausgesagt wird, dass ihm Gott im Kopf medial gezeigt hat, wie das Universum entstanden ist. Also einige ungewöhnliche Dinge, die mit Medialität in Verbindung stehen. Und ich würde vielleicht auch noch ein ganz wichtiges aufführen. Wer dann mal blättern will, der Amerika-Chinese Paul Dong und der Amerikaner Thomas Refill haben über die Indigo-Schulen in China geschrieben und sehr sachlich berichtet, mit Für und Wider, mit Kritik, vor allem von der Akademie der Wissenschaften Chinas, was dort alles abgelaufen ist, wie die Kinder festgestellt haben, ermittelt haben, mit den ungewöhnlichsten medialen Eigenschaften. Nur das Traurige ist, es gibt in China eine Art Verteidigungsrat und die Kinder werden dann von denen untersucht und dann auch in speziellen Schulen weiter ausgebildet und das nicht immer im, sagen wir, im humanistischen Sinne, also auch für, sagen wir, mediale Kriegsführung. Wir haben also bei der Mystik doch verschiedene Bereiche, die wir sehen und wo es sehr schwer ist, von vornherein zu bestimmen, was darunter zu verstehen ist. Es gibt natürlich auch Definitionen zu dem Begriff Mystik, was aus dem Griechischen abgeleitet ist von Mystikos, geheimnisvoll. Und dass es geheimnisvoll ist, haben wir gerade an den einigen Beispielen schon gesehen. Und man glaubt, dass da der Hintergrund ist, irgendetwas mit einer göttlichen Erfahrung, einer Wahrheit, die unser irdisches Wissen, unsere irdischen Erkenntnisse, Fähigkeiten übersteigt. Es gibt aber auch weiterführende Definitionen, die da besagen, dass es etwas ist, wo man im irdischen Leben versucht, schon in höhere Sphären zu kommen, aber im Irdischen das erleben kann. Wir kennen das zum Beispiel von den Indern, die von dem Nirvana reden, die in strenger Meditation versuchen, Zugang zu ihren Göttern oder dem absoluten Gott zu kommen. Diese Zielstellung ist immer bei diesen mystischen Erlebnissen eine Verbindung zu bekommen. Also eine Unio Mystica, die geheimnisvolle Vereinigung der Seele mit Gott. Wenn wir nun das alles einmal versuchen zu abstrahieren, dann können wir feststellen, dass der Begriff Mystik nicht nur allein etwas mit der Erleuchtung zu tun hat. Es ist viel, viel umfassender und wir können dazu unter anderem auch zählen, ein höheres Wissen, was dazugehört, wie bei den Sumerern über die Präzision der Erde, astronomisches Wissen bei anderen Völkern, aber auch den Hintergrund, Fähigkeiten zu besitzen, mit denen man energetisch arbeiten kann, energetisch steuern kann, wo das mit den philippinischen Heilern ein kleiner Punkt ist. Und die Fähigkeiten, vor allem auch mit dem dritten Auge zu arbeiten. Dieses dritte Auge kennen wir von den Hindus, die hier einen Punkt haben. Viele glauben immer, dass das nur ein Schönheitssymbol ist. Gilt heute auch bei denen als Schönheitssymbol, aber primär war es eigentlich die Aktivierung dieses dritten Auges, um Zugang zu bekommen in andere Ebenen, Medialität zu erlangen. Wo liegen nun an sich diese heute überlieferten Erkenntnisse der Mystik? Es ist ja so, wenn wir in die Geschichte schauen und weit, weit, weit zurückschauen, stellen wir fest, dass schon vor Tausenden von Jahren Mystik in dem Sinne praktiziert worden ist. Die Frage ist also letztendlich, wo kommt das her? Wo kommt die gesamte Mystik her? Denn irgendwann müssen ja diese Weisen, die es gegeben hat, egal wie sie sich genannt haben, ob das Priester in Tibet gewesen sind, bei den Indianern oder sonst wo, diese müssen ja irgendwo ihre Kenntnisse herbekommen haben. Und was vielleicht wichtig ist, immer dort, wo besondere Zentren gewesen sind, die wir heute kennen als Pyramidenbauten, als Tempelanlagen. Dort war immer auch das geistige Zentrum. Zum Beispiel geht die Boston University davon aus, dass in Amerika, in Mittelamerika, Teotihuacan, ein Pyramidenzentrum, ein Riesenzentrum geistiger Aktivität gewesen sein muss in Mittelamerika, dass dort noch etwa
um 800 nach der Zeitrechnung schätzungsweise 200.000 Menschen gelebt haben, dass es politisches Zentrum war, das geistig-kulturelle und dass dort natürlich Universitäten, so weit geht man, dass man sagt, dort muss es Universitäten gegeben haben. Also wir sehen dort Pyramiden und Wissen und Zentren, wo etwas in stärkerem Maße aufgebaut war und nicht bloß nach dem Prinzip, das ist eine Pyramide, davor ist ein Totentempel und die Planung haben sie mit dem Finger im Sand gemacht. Ja, also das kann nicht sein. Mich ärgert immer sehr deutlich, wenn alles, was man gefunden hat, was nach einem Tempel riecht, sofort zum Totentempel erklärt wird. In Ephesus, in der Türkei, gibt es einen Tempel mit 127 Säulen. Dort hat man sicherheitshalber nicht gesagt, dass es ein Totentempel ist, aber man sagt, Planung ist irgendwie verkehrt gelaufen, so eine komische Zahl kann es ja eigentlich gar nicht geben. Diejenigen, die hier schon ein paar Vorträge gehört haben, wissen, dass das etwas mit einer Bewusstseinsstufe zu tun gehabt hat, auf einer bestimmten Ebene mit Voraussetzungen, Beginn von Fähigkeiten, Wissen, komplexe Eigenschaften, Aneignen von Wissen und diesen Fähigkeiten stabilisieren und dann so weiter. Das war die Zahl 127 als eine verlorene Hieroglyphe, die es im alten Ägypten gegeben hat. Wir sehen also, dass alleine schon Ephesus als Tempelanlage eine ganz andere Bedeutung gehabt hat. Ähnliche Dinge werden wir auch sehen in dieser Thematik heute und kommen da an einen Punkt, wo wir überhaupt dann erklären müssen, wieso haben wir heute und aus welchen Quellen haben wir dieses Wissen, was ja durch das dunkle Mittelalter in der Regel verloren gegangen war oder verloren gegangen zu sein scheint. Und wer hat die Verantwortung dafür gehabt, solche Dinge zu überliefern? Ich komme da auf einen Pfad, wo wir einmal ins Mittelalter kommen, einen Schritt in unsere Richtung gehen, um überhaupt diesen Zusammenhang zu verstehen und dann wieder zurück in die tiefe, tiefe Geschichte. Und wenn ich hier schreibe oder andeute, dass es um die Bedeutung geistiger Orden geht, dann unterscheide ich schon erstmal die Orden selbst. Geistiger Orden ist etwas anderes als ein militärischer Orden oder als ein humanitärer Orden. Und was es an Orden weltweit gibt, das hat auf keiner Kuhhaut Platz. Alleine die Kirche in Deutschland hat Männerorden und Frauenorden. Und ich kann mir gut vorstellen, selbst wenn ich jetzt Quizsendung mache und frage, wie viel glauben Sie, hat die Kirche Orden in Deutschland? Werden Sie das nicht erraten? Es sind über 190 mit den exotischsten Namen. Da fragt man sich, warum so eine enorme Zersplitterung, wo eigentlich in erster Linie die humanitäre Seite im Vordergrund steht. Und auf die will ich mich jetzt gar nicht konzentrieren, sondern auf die Orden, die jene Aufgabe hatten, das alte Wissen zu bewahren, zu überliefern, egal in welcher Form, und durch diese Zeit der Geschichte in die Neuzeit als eine Brücke hineinzubringen. Viele dieser Orden, die ich gerade erwähnt habe, sind eigentlich heute gar nicht mehr so richtig bekannt, aber einige andere schon. Wir kennen zum Beispiel Kreuzritterorden, das war mehr der kriegerische Teil. Wir kennen die Rosenkreuzer, die schon stark mystisch sind. Wir kennen Templerorden, auch in der heutigen Zeit noch. Und wir kennen auch Orden, die in der Geschichte einen besonderen Namen gehabt haben. Aber darauf kommen wir gleich. Nämlich, wenn wir uns versuchen, dorthin zu bewegen, um solche Fragen zu beantworten, wer hatte das Wissen gehabt, dass man in Mysterien einweihen musste, was es für Rituale da gab, wieso kommen die Schotten auf die Idee, einen Ritus zu entwickeln mit 33 Graden, der heute relativ bekannt ist und sehr negativ diskutiert wird, und wieso gibt es Orden immer noch, die sich bemühen, geistige Aufgaben zu realisieren. Ich will zum Beispiel einige auch ansprechen, die gar nicht so bekannt sind. The Golden Dawn. Der hatte im letzten Jahrhundert, Beginn, also im 19. Jahrhundert, sehr seltsame Rituale und da gehörte unter anderem dazu, Nahtoderlebnis zu erfahren. Weil man glaubte, erst durch den Nahtod bekommt man eine
Unio Mystica, eine geheimnisvolle Verbindung der Seele mit Gott. Und kurz bevor er komplett gestorben ist, hat man ihn wieder versucht zurückzuholen. Einweihungen verschiedenster Art haben also auch die Rosenkreuzer, die versuchen mit Materie zu manipulieren. Dort gibt es regelrechte Aufgabenstellungen, wie man zum Beispiel das Kerzenlicht beeinflusst. Das sind die Anfänge, durch Geisteskraft die Flamme zu bewegen und. Also dieser Hintergrund, warum beschäftigen sich die damit, das ist eigentlich doch viel, viel interessanter als die Tatsache, was sie gegenwärtig machen. Wenn wir nun in diese Geschichte hineingehen, dann stellen wir fest, wir wissen heute eigentlich sehr, sehr wenig über all das, was da einmal geschehen ist, was da passiert ist. Und es gibt durchaus mehr Lücken als gefüllte Seiten. Vor allem deswegen, weil viele dieser Orden nicht alles auf Papier gebracht haben, vor allem nicht für die Öffentlichkeit. Es war oft genug so, dass das nur im geheimen Kreise wiedergegeben worden ist. Und wir kommen dann zum Beispiel an einen wichtigen Orden, der später unter dem Namen Templerorden bekannt geworden ist, aber gegründet worden ist unter dem Namen Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Da waren ursprünglich die Gründer, Hauptgründer, die beiden Franzosen, Hugo von Payen, wird auch mal ohne E hingeschrieben, also wie das richtig ausgesprochen wird, kann ich nicht beantworten, und Gottfried von Saint-Omer plus 7 weitere Adlige. Und hier muss ich ein paar Bemerkungen mehr machen, weil man sonst Dinge, die es heute gibt und die es in der Vergangenheit gegeben hat, nicht versteht. Das Bemerkenswerte war, dass diese nach den Kreuzzügen, die 1096 begonnen haben, sich Beginn des nachfolgenden Jahrhunderts engagiert haben, und es ist unklar in der Geschichte. Es gibt da die verschiedensten Theorien. Man sagt, 1118 haben sie sich als Templerorden dann unter diesem Namen gegründet. Und sie sind nach Jerusalem, um angeblich die Pilger zu schützen. Der Kreuzzug selbst war ja deswegen ausgelöst worden, weil ein mohammedanischer Herrscher urplötzlich verboten hat, dass christliche Pilger noch nach Jerusalem kommen. Deswegen hat man diesen Krieg geführt, um Jerusalem von diesem Herrscher zu befreien und den Zugang wieder zu erreichen. Unabhängig davon war es trotzdem noch eine kriegerische Zone, eine sehr kriegerische Zone, und die gegnerischen Kräfte der Araber waren relativ stark. Und jetzt gibt es immer noch die offizielle Behauptung, die 9 Mann sind runter, um die Pilger zu schützen. Jetzt sage ich mal eins. Ein kleines Heer schon von Sarazen, die hätten nur mal gepustet. Ja? Da wären 9 Mann in nichts aufgelöst gewesen. Das Erstaunliche ist aber, die haben nicht Schutzfunktionen ausgeübt, sondern sie haben Spaten mitgenommen und die haben angefangen zu buddeln. Sie haben sich zuallererst bei König Balduin vorgestellt, der nach diesem Kreuzzug dann als König in Jerusalem eingesetzt war, und haben sich mit ihm engagiert, haben gleich von ihm Teile seines Schlosses bezogen und haben neben der Tempelmauer angefangen zu graben. Zu graben, zu graben, zu graben. Und jetzt muss man fragen, wieso haben die gegraben? Gibt es denn nichts Wichtigeres zu tun, als da runterzufahren und zu buddeln? Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo man sagt, da oben, es gibt Lücken, die schwer zu erklären sind und schwer zu füllen sind. In der Geschichte hat es auch vorher schon ungewöhnliche Ereignisse gegeben. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Juden einen Krieg gegen die Römer angezettelt hatten, um etwa 60 nach der Zeitrechnung. Die Römer haben dann regelrecht Krieg geführt, dann wurde auch Masada, die Festung, gestürmt, wo sich die noch Urchristen dann verbarrikadiert hatten. Und es kam in der Folge dazu, dass es auch einigen der Urchristen gelungen ist, oder auch Juden, das ist also eine schwierige Frage, das auseinanderzuhalten, die geflohen sind. Und sie sind nachweislich geflohen Richtung Frankreich, Südfrankreich, wo später das Katharerreich entstehen war. Und die Merowinger müssen dort auch eine Rolle gespielt haben, das ist so der nordspanische Raum. Und diese Kräfte müssen das Wissen noch gehabt haben, wo die Juden oder die Urchristen die Schätze versteckt haben. Und das war unter dem Tempelberg als ein Teil. Das hat man später entdeckt, dass das
seine Richtigkeit hat, wo man die Rollen von Qumran ausgebuddelt hat, 1946, 47, die ein Hirtenjunge gefunden hatte. Und da war auch die berühmte Kupferrolle dabei. Und auf der waren eine Reihe von Standorten angegeben, wo Schätze verborgen sind. Und wenn 9 Mann da runterfahren nach Frankreich und fangen an zu buddeln, dann müssen die in ihrer Geschichte, entweder Familiengeschichte oder geheimen Orden, etwas gewusst haben, dass dort noch etwas ist. Und sie waren ja auch fündig. Kurz danach sind sie ja wieder nach Frankreich zurück, haben 1128 dann schon einen Rechtsstatus bekommen, dass sie als Orden anerkannt worden sind, haben das Recht bekommen, weiße Mäntel zu tragen und sich praktisch als Orden zu formieren. Danach gab es ja diesen Riesenaufstieg der Tempelritter. Und ich habe hier ein paar Dinge mit aufgeführt schon. Und man kann das jetzt nicht alles erklären. Warum? Das wäre ein separater, umfangreicher Vortrag. Ich muss deswegen auch mal ein paar Dinge überspringen und sagen, die Templer waren reich geworden. 1307 sind sie dann durch Philipp den Schönen vernichtet worden in Frankreich, aber es gelang einer ganzen Reihe zu fliehen. Bekannt ist, dass die in La Rochelle einen Hafen hatten, die Templer. Und mit dieser Flotte sind sie nach Schottland in Teil und in Teil nach Amerika. Und diese waren mehr oder weniger in Europa nicht mehr ganz so bekannt, weil sie einfach auch nicht mehr sich als Templer zu erkennen gegeben haben. Und der Hauptgründer, Hugo de Payen, war insofern noch eine bemerkenswerte Person. Er hatte damals eine Schottin geheiratet, eine de Sinclair, Catherine Sinclair. Und die besaß Ländereien in Schottland, und zwar südlich von Edinburgh. Und dort haben die Templer ihr erstes Präzeptorium errichtet, also eine Schulungsstätte. Und dann spielt noch eine Rolle, dass Schottland teilweise exkommuniziert gewesen ist durch einen Mord in der Kirche und. Summa summarum, sie hatten einen Freiraum in Schottland, sich zu formieren und dort in aller Ruhe ihre Arbeit weiterzumachen. Dann fällt auf, dass in diesem Gebiet, was also den Sinclairs gehört hatte, dann um 1440 diese Kapelle errichtet worden ist. Erstaunlich ist 1440 oder 1044. Wir hatten diese Zahl schon ein paar Mal gehabt in den vorhergehenden Vorträgen. Nicht nur Minuten des Tages mit 1044 Minuten. Wir hatten das im Gizeh-Plateau mit der Nord-Süd-Ausrichtung in Ellen. Und ich hatte auch mal Andeutung gemacht, dass es gar mit kosmischen Zusammenhängen in Verbindung steht. Und sie machen 1440, beginnen die da mit dem Bau. Und das Erstaunliche ist, in dieser Kapelle, die niemals als Kirche errichtet worden ist, sondern als ein Schrein, der besondere Bedeutung hatte, findet man Darstellungen von Maiskolben und von Aloe-Kaktus. Das aber zu einer Zeit, wo noch Kolumbus noch nicht in Amerika war. Also ein Beweis dafür, dass die Templer schon eher in Amerika gewesen sind. Auch das ist schon wieder eine separate Geschichte. Und diese Kapelle in Roslyn, das ist insofern nochmal ganz interessant, weil die beiden hier, Christopher Knight und Robert Lomas, in dem Buch Unter den Tempeln von Jerusalem, auch darstellen, dass sie mit keltischen Sprachforschern zusammengearbeitet haben und das Roslyn wurde dann von denen übersetzt als uraltes Wissen, das Ros und Lyn mit Generationen. Was so viel bedeutet insgesamt, dass dieser Ort ein Ort ist, wo uraltes Wissen über Generationen hin überliefert worden ist. Das ist schon eine ganz schön brisante Geschichte. Und dann sieht man, dass in Schottland schon ein Wissen gewesen ist, was in die Mystik tief hineinreicht. Und diese Templer hatten noch ein bisschen mehr drauf. Sie hatten, die kannten nämlich schon die 33 Grade. Und es gibt ein Bild aus der Geschichte, wo zwei Templer auf einem Pferd sitzen. Die Interpretation von einigen Wissenschaftlern, nicht von allen, war, die waren so arm, die Templer, dass zwei Mann ein Pferd benutzen mussten. Das ist natürlich eigentlich ein Witz, die waren reich genug. Der Hintergrund war, es gab zwei Kasten. Der eine war die Neulinge, die auch ein Jahr Prüfung machen mussten, um dann, wenn sie das bestanden haben, wurden sie aufgenommen und dann waren sie
eingeweiht. Sie wurden eingeweiht in immer höhere Grade. Und wer nicht, der musste wieder nach Hause gehen. Und hier wurde schon angedeutet mit diesen Zweien, wir bestehen aus zwei Gruppen. Eine, die vordergründiges Wissen hat und die andere das hintergründige Wissen, was noch viel, viel tiefer geht. Wir sehen also auf alle Fälle eins, dass in Schottland schon mal ein Wissen bestanden hat über diese gesamten Gradsysteme. Und wenn man jetzt rückwärts geht in die Geschichte, muss man feststellen, wenn das im Tempel von Jerusalem den Juden bekannt war und den Urchristen, dann kannten auch die Urchristen schon eine Einweihung in 33 Grade. Bei der Formulierung wird der Papst sicherlich Salto schlagen, weil er ja damit nichts zu tun haben will. Aber die Kirche weiß heute von dieser früheren Geschichte eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und was an Wissen bekannt ist, ist teilweise beachtlich verfälscht und manipuliert, sodass man nicht alles auf die Goldwaage legen kann und darf. Wir sehen aber, was ganz wichtig ist, diese Kapelle in Roslin ist etwas, was mit Wissen zu tun gehabt hat. Und gerade die Schotten, die haben ein sogenanntes altes Dokument, was nachweislich etwa aus der Zeit von 1610 besteht. Und dort steht auf 16 Seiten Folgendes geschrieben, dass die Freimaurerei schon immer verbunden war mit diesen sieben Wissenschaften. Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Für uns ist überraschend, dass da Grammatik mit dabei steht. Rhetorik nicht, wie wir das heute kennen, sondern als Kunst der Redeführung, etwas logisch aufzubauen. Und für die anderen haben wir noch mehr Verständnis an Fächern. Aber bemerkenswert ist, dieses Manuskript behauptet, dass die Geometrie die größte aller Wissenschaften sei und von Anbeginn der Zeit existiert. Und die Freimaurerei hatte ursprünglich als Wissenschaft auch noch vor reichlich 100 Jahren gegolten. Das linke aufgeführte Buch ist noch etwas älter, das ist wohl aus dem 18. Jahrhundert und das andere von 1901 oder 2 war das wohl jetzt genau. Und in diesen allgemeinen Instruktionen steht unter anderem Folgendes, das finde ich wieder auch so faszinierend, da nun der Geselle schon als Lehrling erfahren hat, dass es sich um ein philosophisch-wissenschaftliches Ordensgebäude handelt, um sich ein Verständnis von den Dingen der jenseitigen Welt, das ist schon ganz schön Hammer, jenseitig, nicht der diesigen Welt, also andere Dimensionen, zu gewinnen und nicht einen bloßen äußeren Glauben, einem Köderglauben zu verfallen, sondern um in voller Überzeugung und aufrichtigem Fürwahrhalten die Lehrsätze über das höchste Gut in sein Herz einschließen zu können, so versteht es sich von selber, dass diese sieben Stufen auch die sieben Künste und Wissenschaften bedeuten müssen, nämlich Zeichenkunst, Dichtkunst, Musik, Baukunst oder die Wissenschaft, Bausteine miteinander winkelgerecht zu verbinden, die Messkunst oder Geometrie, die Rechenkunst oder die Wissenschaft von Zahlen, Maß und Gewicht, das hatten wir schon in vorhergehenden Vorträgen, die Astronomie oder Kenntnis der Natur in Rücksicht auf Beschaffenheit, Kräfte, Wirkung und Lauf der Himmelskörper. Und dann steht da noch dazu, weiter unten, ohne ein gewisses Maß des Wissens und der Bildung kann niemand dem Gange der Ordenswissenschaften folgen. Wissen Sie, was da so bemerkenswert dran ist? Die heutigen Freimaurer haben davon keine Ahnung. Wir haben mit den Freimaurern der heutigen Zeit keine Orden, die sich noch bemühen um das tatsächliche Wissen, um auch die humanistische Ausbildung. Und deswegen muss man sich nicht wundern, wenn sie selbst so schlecht in Verruf geraten sind. Die amerikanischen Freimaurer waren noch ein bisschen schlauer. Ich hatte ja erwähnt, es gab auch Tempelritter, denen es gelungen ist, nach Amerika zu kommen. In Massachusetts hat man ein Grab gefunden von einem schottischen Templer, der 1300, ich habe jetzt nicht die Zahlen im Kopf, 1360 rum in der Drehe, in Schottland geboren war und auch dort gestorben ist in Amerika. Und diese Dollarnote zeigt eigentlich schon ein ungewöhnliches Wissen, was die meisten überhaupt nicht erahnen. Bemerkenswert ist, fangen wir mal ganz rechts außen an, da sehen wir die 127 mit dem Komma drin, die Bewusstseinsstufe. Zweimal gleich. 2,54 Zoll käme daraus, wenn wir es addieren.
Erstaunlich ist ja nur, ein Zoll hat 2,54 Zentimeter. Jetzt muss man mal tiefer durchdenken. Sie haben schlitzohrmäßig die Größe des Zolls hier integriert, indem Sie diesen Bereich 2,54 Zoll groß gemacht haben. Nicht Zentimeter, sondern in Zoll. Dann ist jede dieser Siegel ein Quadratzoll groß. Und die Achsen stehen 3,33 Zoll auseinander. Und die beiden Siegel sollen ja die Siegel Amerikas darstellen. Aber jetzt wissen wir eins, ein Siegel hat in der Regel einen Griff und unten das Siegel. So wird gemacht. Und nicht so, und nicht so, und nicht immer abwechselnd so und so. Das heißt eigentlich, Sie haben hier zwei verschiedene Dinge zum Ausdruck bringen wollen. Links das Geistige mit der Pyramide. Und dort steht auch eine ganz andere Sache drauf, als viele das immer so interpretieren. Ich komme gleich darauf. Und rechts das Weltliche. Bei dem Linken sind die inneren Systeme alle, die Maß auch mit Zoll geplant, erstaunlicherweise rechts in Zentimeter. Links steht auch Novo Ordo Seclorum hier drin. Das ist ein Rechtschreibfehler. Das ist bekannt. Das müsste richtig heißen Saeculorum. Und dass die zu dumm gewesen sind und konnten nicht das Lateinische, ist auszuschließen. Denn die ganze Dollarnote basiert auf dem hebräischen Code, Buchstabencode. Und wenn man diesen Buchstabencode auf die gesamte Dollarnote anwendet, kommt 1440 raus. Das ist wieder ein verrücktes Ding. The United States of America führt zum Code von 330, wo wir die 33 mit dem 33. Grad drin haben. Und viele, viele andere Dinge auch noch, die wir jetzt mal weglassen. Auch das ist eine sehr umfangreiche Angelegenheit. Vielleicht eins noch so viel. Wenn man in diese Dollarnote oder darüber überlagert, Hexagramme und Pentagramme, werden Buchstaben eingeklammert und ausgeklammert. Also in bestimmten Systemen ist dann eine Anzahl von Buchstaben drin mit einem bestimmten Code und dort hat man nochmal zusätzliche Geheimnisse verborgen. Das ist ein Code. Das ist wie auf dem Tresor. Der ist bloß viel komplizierter und viel verrückter. Und deswegen sind auch Buchstaben größer, kleiner gemacht. Das One in der Mitte, was zu 35 führt, O die 16, in dem Alphabet N die 14 und E das 5. Hier könnte man noch eine Menge ausführen. Sie haben sich das sehr, sehr, sehr klug durchdacht. Also wieder eine Bestätigung dafür, Sie haben mit Wissen gearbeitet, ursprünglich. Und heute haben die Freimaurer, oder schon lange genug, einen Schutz, der sieht nicht mehr so aus wie bei dem Mere Ruka. Und die ersten gerade haben praktisch so ein Tau, das Zeichen des Tau, das verkehrte T. Und dieses Tau kennen wir zum Beispiel auch aus dem Taltempel. Sie sehen es hier nochmal. Wir hatten auch im letzten Vortrag darüber schon gesprochen. Und dieser Taltempel sieht ja aus meiner Sicht faszinierend aus. Das erkennt man aber erst, wenn man von oben drauf schaut. Wer durchläuft, kriegt nicht viele Dinge, die da noch sind, mit. Bemerkenswert ist, dass der linke Teil, der aussieht wie ein Leuchter, jeder dieser Kammern, die übrigens doppelt übereinander nochmal sind, 11 Königseilen lang sind. 11, 11, 11. 11 plus 11 ist 22, plus 11 ist 33. Das waren Vorbereitungskammern, wo die Meister, die die Prüfung vor sich hatten, dort in dem dunklen Raum sich vorbereiten mussten. Meditation, Konzentration, Kontemplation. Der Teil des Tau ist insofern verrückt und kurios zugleich. Das, was hier farbig markiert, sind Nischen, wo ursprünglich Statuen drin waren. Die offizielle Lehrmeinung, es waren 23 mal Schäfren. Dem widerspricht alleine schon die Tatsache, dass da oben drei Säulen, drei Nischen waren mit drei Göttern. Und da war Isis, da war Ra oder Atum und da war Horus. Und warum das so sein soll, werde ich Ihnen dann nochmal hinterher erklären. Diese sieben blauen, rechts und links, zusammen 14, verweisen auf das Totenbuch, wo 14 Götter den
Toten prüfen mussten, ob er in seinem Leben ein rechtschaffender Mensch gewesen ist, mit vielen Fragen. Hier ging es aber um den Lebenden. Er wurde hier schon geprüft, ob er rechtschaffen genug ist, überhaupt in eine Priesterschule aufgenommen zu werden, um sich die ganze Zeremonie, die danach folgen, auf sich nehmen zu können. Wenn wir jetzt mal eine Mittelachse durchführen, haben wir links 4 Säulen, die genauso groß sind wie diese 3 hier. Wir haben also jedenfalls 3 zu 4, aber die müssten wir noch dazu nehmen, dann hätten wir auch 5. Kurioserweise ist das, was wir auch mit dem, an den Satz Pythagoras erinnert. 3 zu 4 zu 5 oder 3 ins Quadrat plus 4 ins Quadrat plus 5 ins Quadrat. Was das zu bedeuten hat, werde ich noch erklären. Aber hier liegt der Schwerpunkt auf 3 und 4. Und wenn wir die Grundflächen dieser markierten Säulen, dieser hier, nehmen, dann haben die eine Grundfläche von 34 Quadratkönigsellen. Und wenn wir den, was in diesem Tau drin ist, diese Netto-Grundfläche, dann berechnen, die ursprünglich 1224 Quadratellen groß ist, und ziehen die Säulen ab, dann kommen wir zu 34 mal 34 Quadratellen. Wir sehen also, dass hier die 3, 4, die 34 so eine unglaubliche Bedeutung hat, die mit der Schäferin-Pyramide der Hochphyzier in engem Zusammenhang steht. Und warum 3, 4 und 4, 3 diese Wechselwirkung besteht, lasse ich im Moment nochmal als Geheimnis im Raum stehen und komme etwas später darauf zurück. Dieses Tau ist eigentlich ein ganz kurioses Konstrukt. Es besteht von der Grundstruktur aus 2 gleichen Strichen, die einfach nur anders angeordnet sind und dann ein bisschen Füllstoff bekommen haben, ja, wie das Fleisch auf dem Gerippe. Und in diesem Tau ist ein Wissen verborgen, wie es die Freimaurer nicht mehr wissen. Habe ich geprüft. Man kann, wenn man das jetzt so richtig darstellt, ableiten einen Flächeninhalt von 0,555 Quadrateinheiten. Und man kann den goldenen Schnitt auf verschiedene Weise aus diesem Tau ableiten. Das ist aber wirklich, wie gesagt, nur für diejenigen, die sich mathematisch interessieren. Hier zeigt sich aber, dass diese 2 einfachen Striche mehr Inhalt haben, als wir uns vorstellen können. Und dass da auch nachfolgende Prozesse verborgen sind. Das Tau selbst ist ein Symbolismus, der auf versteckte Weise einen beginnenden Einweihungsweg andeutet, wo in Wissen eingeweiht wird. Dieser goldene Schnitt hat etwas zu tun mit unserer gesamten Natur. Er wird in bestimmten Sequenzen angewendet oder ist integriert im Körper, in unserem menschlichen Körper, ist integriert in Pflanzen, in Tieren und so weiter. Wir haben einen goldenen Schnitt überall. Ohne den goldenen Schnitt würde das gesamte Universum nicht in dieser Planung so aussehen, wie wir das heute haben. Deswegen hat er eine immense Bedeutung. Ich habe darüber auch schon mal in einem vorgehenden Vortrag gesprochen. Wir lassen das jetzt mal hier so weit stehen und sagen nur, das Tau hat etwas mit der Einweihung zu tun, und zwar mit der Mykerinus-Pyramide. Da hinten ist der Pfeil, wo sie steht. Das ist die von den 3 die kleinste. Und jetzt kommt etwas, wo ich mich wieder mal ein bisschen ärgere. Man hat im Gizeh-Plateau gefunden diese Statuengruppe. Und das soll in der Mitte Mykerinus sein, weil da unten die Hieroglyphe von Mykerinus drin eingehackt ist. Wenn man vor dieser Statuengruppe steht im Museum und sieht, wie filigran das herausgearbeitet worden ist, ob Augenpartie, sonstiger Teile am Körper, alles ist feinst geschliffen. Ob die Augen im Hintergrund, die Vertiefung, die Augenlider, feinst geschliffen. Und da unten sind die Hieroglyphen liederlich reingekratzt. Und ich habe mehrfach schon betont, wenn ich sowas sehe und wäre früher, jetzt Mykerinus als Beispiel, ja, und mir würde der Künstler sagen, ich habe so eine schöne Statuengruppe gemacht für Sie und unten habe ich auch Ihre Hieroglyphen reingemeißelt, dann würde ich sagen, dem Mann muss ein bisschen Kopf kürzer gemacht werden.
Das ist eine Verschandelung der Statuengruppe. Das passt nicht. Und die Ägyptologen wissen, definitiv kann man auch nachlesen, dass in der Geschichte in Ägypten Unmenge Dinge sich unter den Nagel gerissen worden sind von irgendeinem Pharao oder König. Und nur weil er seinen Namen da reingekratzt hat, wird das datiert mit demjenigen, der da als Name draufsteht. Passt nicht zusammen. Diese Statue ist gravierend älter. Da gab es die Mykerinus-Pyramide noch gar nicht. Und diese Zuordnung mit den Namen Mykerinus, Chephren und Cheops hat nichts mit der Realität zu tun. Definitiv. Ich werde Ihnen so Stück für Stück auch mehr Verständnis erzeugen, warum das der Fall ist. So, das sind hier unten da die Hieroglyphen. So, in dieser Pyramide sind eigentlich zwei Kammern. Und hier will ich sagen, ich komme erstmal zu der rechten, die ist da unten, wenn man da runter geht, im Gangsystem. Ich war immer der Meinung, dass der 11. Grad bis da runter führt. Nun muss ich mich an der Stelle auch ein bisschen mal so outen. Will aber vorneweg einmal Bezug nehmen zu RTL Fernsehen. Die haben Ende Juli, Anfang August eine Serie gebracht, Mein erstes Leben. Und da wurden verschiedene Leute in Hypnose, Trance versetzt und sie haben dann beschrieben, was sie früher vor langen Jahrhunderten für einen Beruf gehabt haben, wo sie gelebt haben und. Man hat das versucht wissenschaftlich zu prüfen und hat festgestellt, es stimmt, die haben die Wahrheit erzählt, obwohl sie dort nachweislich nie gewesen sind. Nun ist diese Formulierung, mein erstes Leben, falsch, weil es nicht um ein einziges Leben geht, sondern um viel, viel, viel mehr. Und wenn ich sage, ich oute mich, dann muss ich sagen, ich habe mit der ganzen Sache hier etwas zu tun gehabt, in frühester Vergangenheit. Ich habe auch alle 33 Grade einmal machen müssen und nicht nur das. Und deswegen habe ich auch einen Bezug dazu, aber mir wird bestimmte Dinge schrittweise zur Verfügung gestellt wieder. Das heißt, ich habe nicht mit einem Schlag alles Wissen wieder, sondern es kommt kleckerweise und manchmal irrt man sich dann auch. Und da war einer der Irrtümer, bis da unten geht es in den 11. Grad. Das ist aber ein Trugschluss. Dort unten wurde in den 12. Grad eingeweiht und hier oben nur in dem Bereich. Und da gibt es so wie eine kleine Stufe, also so, so und so. Ja, wie die Bewusstseinsstufe in so einer Art, nur ein bisschen in anderen Proportionen. Und spielt auch eine gewisse Bedeutung. Und in dieser Pyramide gab es einen Einweihungsweg auf 108 Königsellen Länge. Und da hinten ist auch ein Sarkophag gewesen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Und zwar da hinten vor der Kammer hier, vor dem Gang, wo es auf das Dach geht, dieser Kammer, war hier ein Sarkophag. Dort ist noch eine Aussparung im Fußboden erkennbar. Und der ist irgendwann zerstört worden und es gibt keinerlei Belege mehr über diesen Sarkophag. So, und nun zu diesem Einweihungsweg. Jetzt könnte man natürlich sagen, das allererste, was soll die ganze Sache? Warum machen die so einen Zirkus? Warum laufen die nicht gleich dahinter und legen sich in den Sarkophag rein? Warum muss erst so eine Zeremonie gemacht werden? Und was bewegt der Weg des Osiris? Drei nach. Mit dem Weg des Osiris wurde ein Komplex beschrieben von 11 Graden. Und diese 11 Grade waren der Beginn, wo in Wissen eingeweiht worden ist, in kosmisches Wissen. Die 108 hat auch so viel zu bedeuten wie Geheimnisse der Schöpfung. Und in diesen 11 Graden wurden natürlich auch noch andere Dinge gemacht. Man hat also immer parallel in einem Grad mehrere Prozesse gelernt. Wie in der ersten Schulklasse hat man nicht nur Mathematik oder nicht nur Deutsch, sondern mehrere Fächer. Und hier wurde versucht, erstmal eine Einweihung zu machen, damit derjenige in die Wissensgrundlagen eingeweiht wird. Wenn wir heute, sagen wir mal, Extremfall Sekten sehen, erleben wir oft den Fall, was wir auch schon gelesen haben und in der Vergangenheit gehört haben, dass irgend so ein Guru dann behauptet, ja, ich bin derjenige, der Erleuchtete und ihr müsst mir alle glauben, ich habe den Zugang zu dem und jenem Gott. Und dann machen die Dummlachs alles mit, was er sagt, bis hin zum eigenen Selbstmord. Wer ein Hocheingeweihter werden will im alten Ägypten,
aber auch in anderen Ländern, hatte zuallererst eine Grundlage zu schaffen, dass er was weiß, dass er mitdiskutieren kann und dass er derjenige Wissensträger ist, der sofort erkennt, wenn Blödsinn erzählt wird. Und wenn hier auch beginnt mit einem Tau, mit dem Wissenssymbol, dann ist hier eine sehr kuriose Wegführung, die erst hochging, bis hinter, wieder zurück, wieder herunter und so lang. Dann sah das aus wie so eine Stimmgabel. Damit ist dann dieser Absteigen gegangen in die untere Kammer. Und hinten wurde dann zweimal um diesen Sarkophag drumherum gelaufen. Zweimal, ehe man sich reingelegt hat. Jetzt die Frage, wieso macht man so einen ganzen Kladderadatsch drumherum? Es wurde immer Wissen in Stein manifestiert. Und was nicht in Stein manifestiert werden wurde, wurde in Symbolen manifestiert. Man hat versucht, demjenigen, der hier die Einweihung bekommen hat, vornweg ein Wissen zu vermitteln, was mit diesem 11. Grad in Verbindung steht. Und erst dann, wenn er diese Dinge als Symbolismus in der Tiefe, in seinem Herzen verstanden hatte, war er eigentlich der Meister. Und nun ist die Frage, was ist in dem Sarkophag passiert, wenn es um Wissen ging? Da könnte man ja sagen, da kann ich mich auch hinsetzen irgendwo und lese mal ein Buch. Ich erwähnte, es sind schon andere Dinge mitgemacht worden, nämlich das, was auf dem Weg der Isis ist, und Weg des Horus, da kommen wir dann noch dazu. Und da wurde auch schon gelernt, mit dem eigenen Körper umzugehen. Es wurden erste Dinge der Medialität gelernt, in ersten Anfangsstufen. Und während er dort drin gelegen hat und hat sich in Ruhe gebracht, konnte er medial Zugang finden in den Kosmos hinein. Er hat praktisch, ich will mal so was sagen, wie einen Videofilm gesehen und konnte Dinge erkennen, wie der Kosmos aufgebaut ist, plus andere Dinge auch noch. Er konnte das hören, er konnte das sehen, er konnte das riechen, all die Dinge, aber er blieb dort und war auch keine außerkörperliche Erfahrung. Nur so wie wir vielleicht im Traum manche Dinge erleben, hat er das dort erlebt. Und damit war er schon erstmal in Wissen eingeweiht. Ich kenne mittlerweile Menschen, die das auch können, die diese Medialität haben, die sich konzentrieren und können Zugang haben in kosmische Zusammenhänge, zu Lebensformen in anderen kosmischen Dimensionen. Und wenn Sie das hier an manchen Stellen lesen, dann werden Sie staunen, was die Chinesen schon drauf haben und was sie schon untersucht haben. Die konnten das nämlich auch schon, die Kinder. Also das ist schon belegt mittlerweile, dass wir in der heutigen Zeit Menschen haben, die mediale Fähigkeiten besitzen. So, dann in diesem Grad, Meistergrad, gibt es als äußeres Erkennungszeichen, wie den Orden auf der Brust, einen Winkel. Kaiser Wilhelm der Erste war auch Freimaurer und der hat da so ein komisches Gebilde, so einen Haken vor sich hängen, der übrigens falsch hängt und auch nicht die richtigen Proportionen hat. In diesen Winkeln war nicht nur der Symbolismus, du bist Meister, sondern jeder Winkel hatte in den jeweiligen anderen Stufen eine andere Proportion. Und dieser Winkel, habe ich hier rechts dargestellt, leitet sich aus diesem Tau ab und dann ist dieser Spitzenwinkel, wo also Verhältnis 1 zu 2 ist, ja, mehr ist es ja nicht, 63 Grad. Und der Fußwinkel unten interessiert im Moment nicht. So, hier haben wir das Tau, wenn wir den Winkel nochmal verdoppeln. Und in diesem Tau ist noch etwas verborgen, auch nur jetzt für die Mathematiker, die anderen können ruhig weghorchen. Wenn man von da drüben, von der Ecke, ein Lot fällt auf diese Seite, wird die im Verhältnis 2 zu 3 geteilt. Und dann ist dieses hellere Dreieck genau nach dem Satz des Pythagoras im Verhältnis 3 zu 4 zu 5 und das blaue im Verhältnis 1 zu 2. Erstaunlicherweise haben wir in diesem System die ganzen Proportionen 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu 5 drin. Und dieser hellere, das hellere Dreieck bildet dann die Grundlage für den nächsten Grad. Und da kommen wir zur Schäferin-Pyramide. Und dort wurde in 2 Grade eingeweiht, die eine besondere Bedeutung haben. Nämlich dem 18. und den 22. Grad. 10. Mir fehlt das richtige Wort dafür. Er hatte jedenfalls eine enorme Bedeutung, weil dort Grundlagen geschaffen worden sind, die
zwingend Voraussetzung waren für den nachfolgenden Meistergrad und für den 33. Meistergrad. Warum das so ist, will ich dann mal mit versuchen zu erklären. Hier nur noch mal ein Blick auf die Spitze der Pyramide und in das System hinein, wo dort hinten die große Grabkammer ist, in der beide dieser Grade, den 18. und der 22. zu realisieren waren. Und nun kommen wir zur Statue des Schäferin. Die soll in dem Taltempel, den wir vorhin gesehen haben, mit dem großen Tau, gefunden worden sein in einem sogenannten Brunnenschacht. Und nachdem sie ausgegraben worden war, hat man dann festgestellt, faszinierende Qualität. Auch die Seiten sind wunderbar bearbeitet mit Hochrelief in einer Struktur. Man kann hier nur staunen. Das Einzige, wo ich nicht staune, ist das. Das sind wieder die Hieroglyphen, die wieder im Gegensatz zu dem gesamten Stil, wo Sie sehen, das glänzt ja wie eine Speckschwarte. Ja? Wo man hinguckt, alles fein säuberlich. Und dann sind unten krumm, krieblich zum Teil die Hieroglyphen rein. Das ist wieder ein typischer Fall, wo etwas manipuliert worden ist. Diese Statue war diejenige, die diesen Gott in der Mitte hinten in der Triade symbolisieren sollte. Und diese Statue ist älter als das ganze geschriebene Geschichte. Hier müssen wir mit Zahlen rechnen, sechsstellige Größe. Sechsstellig. Das ist unwahrscheinlich. Das Pyramidenplateau hat ein Alter, da werden viele es nicht nachvollziehen können und die Wissenschaftler werden mich für verrückt erklären. Bis sie das entdecken, was ich Ihnen schon angedeutet habe, wo sie suchen müssen. So, wir gucken nochmal auf die Spitze. Oben, das hatte Lepsius in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgenommen oder aufnehmen lassen. Man muss also schon ziemlich wagemutig sein, auf diese Pyramide da hochzukommen. Die sind immerhin 143 Meter rund. Und da drin war praktisch dieses Pyramidion, was so aussah. Das hatten wir auch schon erklärt, warum das so aussah. Und wenn man jetzt von dieser Seite drauf schaut, ist das hier mal die Darstellung und dann sieht man, dass die Pyramide im Verhältnis 3 zu 4 zu 5 gebaut ist in der Nord-Süd-Richtung, also nach dem Satz des Pythagoras. Bemerkenswert ist hierbei, es gibt eine Expedition aus dem Jahre etwa 1908 begonnen, wo die Ausgrabungen am Taltempel gemacht worden sind und 1912 erschien der Bericht der Siglin-Expedition und der Herr Siglin behauptet schon, die Schäferin-Pyramide ist nach dem Prinzip 3 zu 4 zu 5 gebaut. Wenn man heute einen Ägyptologen fragt und sagt, das hat mit dem Satz des Pythagoras zu tun, gucken die einen an und können es nicht fassen, weil sie keine Mathematik haben und die können mit einem Winkel von 53,1 Grad, wie sie gemessen haben, nichts anfangen. Das ist aber genau dieses Verhältnis 3 zu 4 zu 5. Und hier gab es eine Einweihung in dem 18. Grad auf einer sehr ungewöhnlichen Wegstrecke, denn es wurden in dieser Form Dreiecke durchlaufen oder dahinter verborgen Dreiecke, so hoch, hier rüber, hier runter und dann um den Sarkophag zweimal drumherum, um das in der Mitte einmal drumherum. Jetzt natürlich die Frage, wieso 3, 4 und 4, 3, was wir im Taltempel schon haben mit der 34 und mit den Säulen auch 3 und 4 mit der Hinweis auf 5. Ich komme jetzt mal auf einen ganz anderen Bezug. Wir kennen Zahlen 3, okay, ist 3, Schluss, basta, 1, 2, 3. Aus der Mystik wissen wir, dass die 3 vielerlei Bedeutung hat. Unmengen Bedeutung, wo man verschiedene Dinge überlagern kann. Aber einer der wichtigen ist, es hat etwas mit geistigem Prinzip zu tun, mit geistigen Dingen. Deswegen redet man auch von der Trinität Gottes und. Ja? Also wir sehen auch bei den Ägyptern die Triade, die 3 mit geistigen Dingen. Die 4 hat immer etwas mit materiellen Dingen zu tun gehabt. Das sind sich alle Mystiker einig. Und dann würde bedeuten 3 zu 4 der Geist, der in der Materie wirkt. Die 4, 3, umgedreht, ganz andere Aussage. Wenn wir die 43 nehmen, und ich beziehe das mal jetzt auf die Chemie, das chemische Element 43 hat die seltsame Eigenschaft, sich in Luft aufzulösen. Es ist nämlich kein stabiles Element. Und 4, 3 hat so viel Bedeutung wie die Materie, die sich wieder in Geist auflöst.
dass das seinen Sinn hat, können wir jetzt noch nicht erkennen. Aber diese wechselseitige Beziehung 4-3-3-4, die hier in der Pyramide eine Rolle spielt, ist eine der ausschlaggebenden Gründe. Und in dem Sarkophag, der zweimal umrundet werden musste, mit je zweimal 18, 18 Königselben, nochmal 18. 18 hat in der Mystik die Bedeutung immer mit dem Mond, mit dem Dunklen. Ist aber eine doppelte Bedeutung. Derjenige, der hier eingeweiht worden ist, musste lernen zu begreifen, dass beides gleichberechtigt ist, das Dunkle und das Helle. Dass zwei Seelen in seiner Brust wohnen, das Helle und das Dunkle. Vielleicht auch das Böse und das Gute, egal wie man das nun bezeichnen mag. Und er musste lernen, so wie die Ostasiaten das sagen, sich zu zentrieren und aus der Mitte die Dinge zu betrachten. Ohne diese Hintergründe, ohne dieses Wissen, wäre das Nachfolgende nicht möglich gewesen, weil er dann vielleicht zu sehr polar geworden wäre in die eine oder in die andere Richtung. Er hat aber bei den nachfolgenden Prozessen noch viel mehr zu lernen gehabt. Und deswegen war hier das Entscheidende, komme ins innere Gleichgewicht, akzeptiere, dass es das eine wie das andere gibt. Und wir haben im Gizi-Plateau ja gesehen, dass viele dieser Maße austauschbar waren und dann vor dem Komma und nach dem Komma die gleichen Zifferngruppen hatten, wo Plus und Minus zu verdeutlichen gewesen war. Der Winkel leitet sich natürlich dann aus diesem 3-4-Verhältnis ab, sieht so aus. Und jetzt haben wir, wenn wir diesen Winkel mit 53,13 zu dem beiden im Tau hinzuzählen, kommen wir im 18. Grad auf 180 Grad. Das ist erstmal erstaunlich, dass zwei Winkel, die einfach so aussehen, als würden sie nichts Besonderes sein, die nach dem Komma unendlich viele Stellen haben, auf einmal sich ergänzen zu 180 Grad. Mathematisch ist es zwar logisch, aber es überrascht trotzdem, dass man das früher so gemacht hat und dass das seinen Sinn gehabt hat. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Grad, in dem 22. ein Meistergrad, Weg der Isis. Isis hat immer eigentlich so was mit dem Weiblichen zu tun. Und in dieser Pyramide, in dieser Kammer, das gleiche wie vorher, in derselben, gibt es auch einen abrupten Sprung im Fußboden. Und hier spielen energetische Dinge eine Rolle, die ich noch nicht alle komplett verstanden habe, warum, weshalb, weswegen dieser Sprung dann notwendig gewesen ist. Weg der Isis hat etwas zu tun, zu beweisen, dass man etwas kann, nämlich Beherrschung des Geistes über die Materie. Und wenn wir sagen Beherrschung unseres Geistes über die Materie, über unseren Körper, dann denken wir vielleicht an Schulsport oder an Yoga. Und das ist das Einfachste. Das ist ein Krümelchen, ein Punkt vor der ganzen Sache, die danach kommt. Da hängt Magie dahinter, weiße Magie, da hängt schwarze Magie dahinter. Da hängt aber noch viel, viel mehr dahinter. Denn hier in dieser Pyramide wurde ein Einweihungsweg gemacht, der das Nachfolgende auch wieder beinhaltet. Und jetzt staunen wir mal gleich. Der sah so aus. Interessant ist übrigens, wenn man das jetzt mal so in seinen Kopf dreht und würde sich das unten als Basis vorstellen, wie sich etwas nach oben aufbaut, dann sieht das aus, als wäre hier oben wie so ein Blitz, der da einschlägt, der in ein System hineinkommt. Ich habe versucht, das rauszubekommen, was tatsächlich der Sinn war, diese Form zu gestalten. Man hat mir es noch nicht verraten. Aber hier in dem Bereich, fangen wir mal da an. Ich mache mal Folgendes. Ich tue jetzt mal überblenden die Spitze der Pyramide. Sehen Sie was? In dem Einweihungsweg ist die Spitze der Pyramide noch einmal drin. Das finde ich genauso überraschend und faszinierend, dass hier auch wieder nach Verhältnis 3-4, das ist wieder alles 3-4, in dem, und wie dann ein Weg dahinter entwickelt wird, wo man einmal bei 72 Königsellen ankommt. Es waren hier noch drei Leuchter, also drei Säulen mit Licht obendrauf. Bei der Mykerinus waren das zwei, das hatte ich wohl vorhin nicht erwähnt gehabt. Und dann musste man dreimal drum rumlaufen um den Sarkophag. Also nicht jetzt zweimal, sondern dreimal. 18 plus 18 und nochmal 18 zusammen. Also 18, 36, 54. Und da klingelt es bei mir natürlich immer sofort Sturm, weil ich dann sofort weiß, was da eigentlich die Absicht ist. Nachdem die beiden 18 am Anfang durchlaufen waren, wo also wieder begriffen worden ist, du musst
alle Dinge begreifen, dass du im Gleichgewicht bleibst, kann die 54 Grenzen überspringen, den bisherigen Rahmen zu überspringen. Und diese Grenze zu überspringen war etwas ganz Verrücktes in diesem Sarkophag. Dort hatte er die nächste Qualitätsstufe erreicht. Er hatte eine außerkörperliche Erfahrung. Er konnte innerhalb der dritten Schwingungsdimension, in der wir leben, hinausgehen. Wir kennen das von den Nahtoderfahrungen, dass viele Menschen auf einmal, vieles übertrieben, aber diejenigen, die es erlebt haben, können Dinge berichten, die für uns ungewöhnlich sind. Es gibt auch hier ein Buch, wo ein Wissenschaftler 2000 dieser Nahtodesfälle beschrieben hat, vorneweg natürlich erstmal analysiert, die nach ihrem Nahtod auf einmal gesehen haben, wie sie sich vom Boden erheben, ihren Körper liegen gesehen haben und konnten auf einmal reisen, haben andere Dinge noch gesehen und manche sind dann wie durch einen Kanal verschwunden, aber wieder zurückgekommen und dann wieder in ihren Körper hinein, wenn der Körper noch lebensfähig war. Und die konnten das auch, solche Dinge zu praktizieren, und die Hocheingeweihten konnten sich auf diese Weise untereinander verständigen. Sie konnten bei dem anderen anklingeln, der in anderem Land war, geistig anklingeln und konnten sich mit dem verständigen. Das übersteigt unsere Fähigkeiten absolut. Wir sind nicht in der Lage, und ich bin in diesem Leben auch nicht in der Lage, auch wenn ich es manchmal gerne wieder möchte. Ich wusste ja, dass ich es mal gekonnt habe. Aber umgedreht ist es so, vielleicht ist es ganz gut so, denn in China ist es der Verteidigungsrat, der weiß, was bei mir vor der Tür stehen würde, wenn ich das könnte. Lassen wir es also ruhen. In dem Leben werde ich die Fähigkeit nicht mehr bekommen und auch nicht mehr weiter ausbauen. Aufgabenstellung in diesem Leben sieht anders aus. So, wir gucken uns nur noch mal diese beiden Grade an. 90 Königsellen war der Hinweg, wie man unten lesen konnte, und im 22. 126 zusammen 216. 6 mal 6 mal 6. Die ursprüngliche Anzahl der Knochen eines Menschen. Cheops Pyramide hatte 216 Steinschichten gehabt im inneren Aufbau. Sonnenpyramide in Mexiko hatte 216 Hunab Länge. Also eine Zahl, die oft genug ihrer Bedeutung an verschiedenen Standorten in der Welt gehabt hat. Und hier ist es eigentlich der Hinweis, 18. und 22. brauchst du beide, um dann die nächste Stufe, die 216, Angriff zu nehmen. Dann kommst du erstmal mit der Cheops-Pyramide in Konfrontation. Und dort bedeutet das, dir gelingt auf einer hohen Bewusstseinsstufe der geistige Durchbruch. So, und da beide Zahlen so im Verhältnis 1 zu 1,4, wenn wir das Komma wegnehmen, 14 steht, wird auch hier ausgedrückt, es geht hier um eine Steigerung. Die 14 hat so viel was bedeuten, du musst höhere Maßstäbe integrieren. Es ist nicht mehr wichtig und entscheidend, irdischen Maßstab zu verwenden. Jetzt geht es um die nächste Qualitätsstufe, um kosmische Maßstäbe. Und deswegen auch 14 Götter rechts und links in dem Taltempel, auf dem Bild des Hunefer in einem Grab gefunden, sind 14 Gottheiten, auch die den prüfen. Und auf der Dollarnote ist es zentral auch verborgen, die 14. So, und der Winkel leitet sich natürlich dann aus dem ab, was wir mit den 36 und 54 gehört haben. Und das können wir aus einem Pentagramm ableiten. Wenn wir da eine Mittelachse durchziehen, wie rechts, dann ergibt es ein Dreieck, unten 36 Grad, oben 54 und der kleinere Bereich da sind 18 Grad. Wir haben also in diesem Pentagramm diese drei Winkel, die bei dem dreimaligen Durchlaufen zu erkennen waren. Und ich hatte beim vorhergehenden Vortrag auch mal gezeigt, ein Bild, wenn man in die Mitte einen Punkt setzt und dann in Radius, dann ist der obere Bogen 144 Grad und der untere Bogen zu dieser Querebene 216 Grad. Wir haben beide Dinge, die mit der Cheops-Pyramide dann in Verbindung stehen. Und das ist ein Übergang, etwas, wo was angedeutet wird, was als nächstes kommt. Und der Winkel sah so aus. Und wenn wir das jetzt zu den bisherigen 180 hinzuzählen, denn immer der Spitzenwinkel ist das A und O, kommen wir auf 234. 2, 3, 4, drei Ziffern hintereinander.
3 mal 78. Ganz kann ich es auch noch nicht interpretieren, aber hier wird irgendwie ein Fortschrittsbereich angedeutet, der noch weiterführt. Aber mir fehlt gegenwärtig die richtige, komplette Interpretation. So, jetzt kommen wir zur Cheops-Pyramide, die nicht immer nur im Sonnenschein steht. Und hier können wir mal akzeptieren, dass die Statue tatsächlich Cheops darstellen soll. Diese Statue ist 7,5 cm hoch oder 3 Zoll. Also im Winzling. Und wir wissen ja, dass Cheops eigentlich an der Pyramide, ja, wie soll man sagen, zweigeteilt. Die Wissenschaft sagt, er hat sie gebaut. Alte Schriften behaupten, die ist schon viel, viel älter gewesen. Und Cheops hat Erhaltungsarbeiten gemacht. Tempelanlage vermutlich. Und wir beschäftigen uns jetzt nur mit dem relevanten Winkel im 33. Grad in der Königskammer. Und diese Königskammer hat eine Höhe von 11,1 Königsellen. Damit hat die Stirnseite 111 Quadratkönigsellen und das ist die entscheidende Zahl, denn es gab dort einen Einweihungsweg auf 111 Königsellen Länge. Die anderen Zahlen, 222 mit der Längsseite und alle Bandflächen 666, hatten wir schon interpretiert, sodass ich das jetzt erstmal weglassen kann und möchte andeuten, was hier noch für Dinge entscheidend sind. Der Fußboden mit seinen 20 Steinplatten ist so angeordnet, dass der Sarkophag einen bestimmten Standort hatte. Und dieser Standort war so, dass es unten 2,45 Königsellen Abstand war und das mal 20 ergibt 49 oder 7 mal 7. Oben waren es 3,2, ergibt mal 20, 8 mal 8 gleich 64 und in der Mitte 87. Und jetzt muss man natürlich fragen, was hat das alles zu bedeuten? Die 49, dort kommt er ja rein, da unten, hat so viel zu bedeuten wie, du gehst auf einen Weg, wo du eigentlich weißt, was du vorhast, was du machen willst und du hast das fest ins Auge gefasst und du bist auch auf die Überraschungen, die damit verbunden sind, gewappnet. Wenigstens psychisch, weil du es willst. Die 8 mal 8 da oben, 64, die kennen wir ja nun von dem Schachspiel mit 64 Feldern. Und beim Schachspiel wissen wir eins, wer wagt, der gewinnt, vielleicht so in der Richtung, aber dort kommt es auf ein hohes Niveau an. Es steht vorneweg nicht fest, gelingt mir es oder gelingt mir es nicht. Wäre ich Schachmatt gesetzt oder bin ich derjenige, der einen anderen Schachmatt setzt? Hier ist also eine unwahrscheinlich hohe Qualität, wird hier vorausgesetzt. Und man muss sich im Klaren sein, dass man etwas eingeht, wo man mit einem hohen Level konfrontiert wird und das eine Prüfung sein wird, die nicht ganz leicht ist. Und die 87, wo beide Ziffern dann wieder enthalten sind, sind nur dann verständlich, wenn man weiß, dass die 7 eine männliche Zahl ist, die 8 eine weibliche. Die 7 einen Symbolismus in diesem Fall hat, in diesem speziellen Fall, mit der Verknüpfung der linken Gehirnhälfte und die 8 als weibliche Zahl mit der rechten Gehirnhälfte. Dort geht es um die sogenannte Hemisphärensynchronisation. Es ist beabsichtigt, im Sarkophag auf vollkommene Ruhe umzuschalten, beide Gehirnhälften gleichzuschalten, abzusenken und dann passieren besondere Effekte. Da drin ist ja nicht nur das, was ich beschrieben habe, dass man den Sarkophag zum Vibrieren bringt, die Wände zum Vibrieren bringt und, Zugang zu den Göttern hat. Dort passieren Dinge, die unser aktuelles Vermögen übersteigen. Ich will es der Reihe nach versuchen anzudeuten. Dazu ist notwendig, noch einmal den Sarkophag zu zeigen. Die 4,35 mal 2 sind 8,7. Da haben wir also mal das, wo wir auf die 87 gekommen sind. Und wenn wir diese gesamten Maße nehmen, dann haben wir alle Außenmaße 33 Königsellen vom Sarkophag, weil 4 mal die Höhe, 4 mal die Länge, 4 mal die Breite. Innen das Gleiche praktiziert, kommt man auf 27 oder 3 mal 3 mal 3. Das ist erstmal schon interessant. Das hatte ich auch mal dem Direktor des Gysi-Plateaus erklärt und auch Herrn Dr. Zahir Was, den Generalsekretär.
Und beide waren davon überzeugt, dass das tatsächlich seinen Sinn hat. Wenn man das mit dem Deckel macht, den es ursprünglich gegeben hat, kommt man außen auf 37. Da hat man wieder diese Unio Mystica, das ist die Zahl, die dafür steht, die auch unserer durchschnittlichen Herztemperatur entspricht. Und wir sehen, die 66,6 taucht erneut auf, ebenso wenn man die drei Innenmaße als Einzelmaße addiert. Die 666 hatten wir beim letzten Mal schon interpretiert als eine Zahl, die man mit Plus und mit Minus betrachten kann. Im Positiven der Eingeweihte, der sich bewusst ist, dass er ein Ziel verfolgt, ein humanistisches Ziel, dass er Verantwortung trägt für die ihm Untergebenen, dass er der Lehrmeister für diejenigen ist und dass er alle so behandelt, wie man es im humanistischen Sinne versteht. Und die Minus ist genau das Gegenstück dazu, dann begreifen wir, warum die Minus so eine negative Bedeutung hat. Es ist ein Mensch, der intolerant ist, der höhere Zusammenhänge nicht akzeptiert, der seinen Mitmenschen nicht akzeptiert, weil er glaubt, er ist mehr wert als der andere. Deswegen behandelt er ihn wie einen Untergebenen, der nichts wert ist. Er ist derjenige, der der Luzifer in Person darstellt. Und wir, wenn oben die 64 gewesen ist, wo ich sage, wie beim Schachspiel, man weiß nicht, wird man schachmatt gesetzt oder nicht, ist hier die Doppeldeutung, wenn du in diesem Sarkophag liegst, musst du dir auch im Klaren sein, wenn du da rauskommst, hast du eine hohe Verantwortung und du musst aufpassen, pendelt das in die Richtung oder pendelt das in die Richtung. Kosmisch ist beides zulässig gewesen. Deswegen haben wir auch in der Geschichte erlebt, dass in Ägypten dann ein Untergang bestanden hat in der Kultur. Sie haben diese Einweihung nicht mehr machen können. Warum? Der Sarkophag oder die Pyramide selbst ist vor mehr als 5300 Jahren versiegelt worden. Und dieser 33. Grad ist nur noch mündlich überliefert worden. Kein Mensch hat dann mehr gewusst, was man tatsächlich macht. Deswegen wird er heute ehrenhalber übergeben und viele andere davor auch. Man hat keinen Bezug mehr dazu. Und das sind die Grundlagen, weil es dann bergab ging. Jetzt haben wir natürlich noch nicht erklärt, was in dem Sarkophag alles noch so von Gange war. Den Freimaurerwinkel hier nochmal mit angeführt, der auch diese 3x3x3 enthält. Und hier haben wir diesen Einweihungsweg. Ich finde das jedes Mal, wenn ich hier drauf schaue, unglaublich genial, wie das gemacht worden ist. Und es übersteigt eigentlich das Denken der damaligen Zeit, mit der Mathematik so umgehen zu können. In diesem Beginn hier das erste Stückchen, ein 10 Königsellen langer Weg, ein Weg mit Potenzial, alles noch offen. Hierüber 11, du kriegst nochmal einen 11. Grad hinzu, vom 22. Meistergrad auf den 33. Dann die drei sogenannten mysteriösen Schritte, die nach wie vor Freimaurer praktizieren, in der Einweihung in den ersten Meistergrad. Dort muss der zukünftige Meister dreimal so seltsame Schrittchen laufen mit Beinfolge und sie wissen es nicht mehr, wo da die Grundlagen sind. Jeder Schritt 1,1 Königsellen lang, das ist vielleicht so, das ist gerade eine akzeptable Größe für uns im Laufen. Und dann ging eine Folge los, die einmal nach da drüben ging. Bei allem wurden meditative Handlungen vollzogen. Und wir hatten vorhin gesehen, 27 und 33, jetzt haben wir die Zehntelgrößen davon, darüber 2,7, darüber 33. Und wenn man alle Schritte zusammenzählt, alle Weglängen, ist das Ungewöhnliche, an dieser Stelle kommen genau 27 Königsellen zusammen, wenn man alles aufaddiert, und der Stelle sind es genau 33. Wieder so etwas, wo man sagt, mein Gott, wer hat das sich alles so ausgeheckt? Ja. Dann 7/8 Schritte, die 0,875 ist 7/8, wieder das Prinzip geistig in Synchronisation zu kommen und bis an den Sarkophag. Und dann wurden 4 Runden drumherum gedreht und das machen die Freimaurer heute auch noch. Und zwar mit einer Schrittfolge, die wir maximal aus Zeichentrickfilmen kennen noch, nämlich von Charlie Chaplin. So, mit gespreizten Beinen. Warum?
der Abstand zum Sarkophag war dermaßen gering, so hätte es gar nicht mehr funktioniert. Und sie mussten ganz langsam und die Hände an dem Sarkophag mussten ihn energetisieren und dazu beitragen, dass der Deckel sich hebt, hineinschweben, erst eine Weile meditative Handlung machen und dann ging der Deckel langsam runter. Und dann mussten sie ihre Herzfrequenz auf Null bringen, Gehirntätigkeit noch nachweisen. Und dann gab es noch etwas, das habe ich bisher noch nicht einmal annähernd nach außen ja hin angedeutet. Bevor ich auf dieses Geheimnis komme, will ich nochmal auf diese Nahtoderlebnisse kommen. Derjenige, dem das passiert ist, hat sich gesehen, wie er da unten liegt. Und konnte auch ein bisschen rumreisen und dann musste er aber wieder zurück, wenn der Körper noch lebensfähig war und wenn er nicht gewollt war, dass er durch den Tunnel verschwindet. Hier haben die das ähnlich gemacht. Sie sind wie eine außerkörperliche Erfahrung, aber sie haben den gesamten Körper mitgenommen. Also man hat Zugang gehabt mit seinem gesamten Körper außerhalb des Sarkophags. Und jetzt kommt noch das Verrückte, nicht nur Zugang in die dritte Dimension, sondern je nach auch Fähigkeiten, weil auch nicht jeder dieser Einzelweihen die gleichen Voraussetzungen hatte. Ich sage mal spaßenshalber, nicht jeder kann 8 Meter weit springen, auch wenn er einen Trainingsplan hat dazu. Aber es war möglich, bis in die 7. Dimension körperlich zu gehen, Kontakt zu haben in andere Welten. Und wenn wir im Fernsehen in der Stargate-Serie sehen, wie die da durch diesen Schleier da durchgehen und dann in eine andere Welt kommen, das war machbar. Die haben bloß nicht dieses Sterntor gebraucht. Es ist aber notwendig, ein paar Dinge mehr zu wissen, also nicht nur, wie das System aussieht, das physikalische System, das Gesamte, wie das dahinter aussieht, sondern irgendwelche Aktivitäten im Körper sind noch notwendig. Und man muss auch noch einen Schlüssel kennen, den ich nicht in diesem Leben bekommen habe. Und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht bekommen. Wäre zu schön, um wahr zu sein, ich müsste nicht ins Flugzeug steigen nach Ägypten, ich würde es von zu Hause aus machen. Ja, diese Fähigkeiten sind schon beeindruckend, sehr beeindruckend. Und wir sehen, dass dieser Grad, der 33. Grad, mit etwas verbunden gewesen ist, was sich unserem Vorstellungsvermögen entzieht. Und bei den anderen habe ich nicht den Rückweg erklärt, warum er war nicht so signifikant. Hier will ich aber nochmal bewusst anführen, wer das also lebend überstanden hat und ist wieder zurückgekommen, ist genau auf dieser Nord-Süd-Achse mit dem Fuß raus, musste diese Wegstrecke zurücklegen, zusammen 16 Königsellen. Das ist die 16, die wir auch kennen vom Taltempel, das sind nämlich insgesamt 16 Säulen, wenn man die alle addiert. Wir kennen die von den 16 rauen Steinschichten an der Mykerinus-Pyramide und die kommt noch zigmal vor. Und das Originelle ist jetzt folgendes, wenn Sie da unten mal hinschauen, Rückweg 16 Königsellen, der Einweihungsweg, also der Hinweg 111, kommen wir auf 127, diese Bewusstseinsstufe, die also hinzugewonnen wird. Und 16 geteilt durch 111 ist 0,144, 144, 144 und so weiter und bedeutet so viel, wer einmal diese Meisterschaft erreicht hat, hat täglich an seiner Meisterschaft zu arbeiten und darf sich nicht ausruhen. Meisterschaft ist eine Arbeit ohne Ende, die unser irdisches Leben übersteigt. Und diese Zielstellung ist natürlich in diesem Leben schwer zu realisieren, weil die Ablenkung sehr stark ist. Aber wenn man das einmal weiß, hilft es einem wenigstens, sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren und manche Dinge vielleicht neu einzuordnen und sagen, ist es unbedingt notwendig. Das geistige Ziel, die geistige Vervollkommnung ist das A und O. So, das ist also das Bemerkenswerte hier unten. Und der Winkel leitet sich natürlich aus diesem sehenden Auge, diesem Dreieck ab, was übrigens auch in Kirchen zu sehen ist, dieses sehende Auge. Ja. Es ist das Auge Gottes. Das ist das, wo die Christen beten und glauben, egal wo sie sind, Gott hört sie. Also der allessehende Gott, der alleshörende Gott. Und umgedreht, wenn Gott den Menschen nach seinem Vorbild schuf, besser wäre nach seinen Prinzipien,
dann muss der Mensch umgedreht auch medial sein, denn der Gott ist medial veranlagt. Ganz einfach rechnen ist das. So, also der Winkel würde dann kurioserweise so aussehen, die Spitze ist oben und jetzt gibt es eine Überraschung. Oben sind die 30 Grad, wir kommen auf insgesamt 264 Grad. Und diese Zahl hatte ich ja schon mehrfach an prägnanter Stelle angeführt und etliche Male erwähnt, dass damit ein Riesengeheimnis verbunden ist. Zuvor will ich aber etwas noch zeigen. Das sind diese unterschiedlichen Winkel, die die Freimaurer alle nicht kennen. Sie raten darüber, was könnte richtig sein. Sie wissen aber nicht, dass es vier verschiedene gewesen sind. Und wenn man also diese Spitzenwinkel, wie hier angeführt, auf 264 Grad, und wenn man die 180 als nach dem 18. Grad nimmt und nimmt die Fußwinkel dazu, kommt man auf 276. Und da wird bei einigen auch wieder, die hier schon waren, das Licht aufgehen. Denn diese beiden Zahlen sind sehr, sehr, sehr prägnant in der Königskammer verborgen. Die ersten vier Steinreihen haben ein Gefälle von 1/276. 0 Grad, 12 Minuten, 27,33 Sekunden, wenn man das umrechnet. Das ist der Code des Sarkophags in dieser Zahl verborgen. Und Gefälle 1/264, dort steht der Sarkophag drauf. Und 4:0 Grad, 13 Minuten, 1,3 Sekunden. Und jetzt sehen wir, dass die 13 eigentlich auch noch eine ganz andere Bedeutung hat. Nicht bloß immer das Negative sehen, sondern die 13 bedeutet eine geistige Schwelle zu überschreiten, die urplötzlich eintrat. Derjenige Hocheingeweihte, der diesen 33 Grad absolvieren wollte, war sich bewusst, dass er in neue Bereiche vorstoßen will. Etwas, was er bisher noch gar nicht gekannt hat, das ist für ihn das erstrebenswerteste Ziel. Und die 13 symbolisiert genau das, du übertrittst eine Ebene, die ganz gewaltig ist. Und im Negativen ist es so, ich will nicht. Und diese negative Seite ist die, die in der Literatur immer so vordergründig diskutiert wird. Und dass die eine positive Seite hat, ist immer unter den Tisch gekehrt worden. Und da will ich das Beispiel mit Jesus nochmal anführen. Er mit seinen 12 Jüngern und die Kirche hat natürlich Probleme mit der Zahl 13. Wie kann also Jesus der 13. sein? Da müssen wir also einen aussuchen, der der böse Beelzebub ist. Und da hat man Judas Ischariot ausgesucht, der hat dann also Jesus verraten hat. Er war der 13. und Jesus war einer von den 12. Das passt aber nicht. Wir werden dann bei dem Vortrag über die kosmischen Zusammenhänge sehen, wenn wir eine Kugel nehmen. Jetzt machen wir das mal plastisch in im Irdischen. Da haben wir die Möglichkeit, 12 gleich große Kugeln drumherum so anzuordnen, drumherum zu kleben, dass ein lückenloses Gebilde besteht. Wenn ich das kosmisch mache mit energetischen Zellen, kann ich die so ineinander schieben, dass alle vernetzt sind untereinander, aber trotzdem eine homogene Kugel ergeben. Einer in der Mitte ist der 13. Das ist die zentrale Position. Und Jesus hatte die zentrale Position. Die Kirche hat hier die Zusammenhänge zu 0,00 begriffen. Und was noch so schön ist, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon mal in einem vorhergehenden Vortrag erwähnt hatte, wenn man das Gefälle bis da hinten berechnet, bis zur fünften Steinplatte, wo der Sarkophag draufsteht, die übrigens 3,3 Königsellen breit ist, dann ist es ein Gefälle von 3,3 Zentimeter. Und das ist schon wieder eine Mathematik, die uns überrascht, die wir gar nicht nachvollziehen können. Und wir sehen hier diese 264 und 276, die wir aus den Winkeln, den Meisterwinkeln und dem 18. Grad ableiten können. So, und wir sehen sie auch nochmal hier oben. Das hatte ich im letzten Mal mit erklärt, dass alle Seiten auf einem unterschiedlichen Niveau stehen. Das ist praktisch von den von den Ägyptologen ermittelt worden. Die Pyramidengrundseiten sind etwas abweichend. Und man glaubt, das liegt an Bearbeitungsfehlern, aber dem ist nicht so. Es war eine bewusst gewählte Größenordnung und damit gibt es wie im Rechtskreislauf Schwingungen, die sich nach oben hin aufbauen, vom tiefsten Punkt, hier, das ist der höchste und das nach oben. Und jede dieser Zahlen, die hier drin verborgen sind, hat noch eine weitere Bedeutung und ist genial gewählt. Und die 3663,
ist nichts anderes wie 27 mal 111. Also wieder ein Hinweis auf die Einladung in der Königskammer. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Mykerinus-Pyramide, Chephren und Cheops kommen wir zusammen auf 345. 3, 4, 5, die Folge, die wir aus dem Satz des Pythagoras kennen, nur dann als Quadratzahlen. Und wenn wir die 90 dazu nehmen, haben wir es umgedreht. 4, 3, 5. Das ist also auch mit der Länge des Sarkophags von 4,35 Königsellen. Jetzt ist halt die Frage, was bedeutet das Ganze? Im Gizeh-Plateau führt das zu 435. Wir machen es jetzt trivial nochmal, wie ich es versucht habe, schon im Einfachen anzudeuten. Die 4, die Materie, die sich im Geist auflöst und dort im Geistigen nach Vervollkommnung sucht. Das würde auch bedeuten, wir, die in der dritten Dimension leben, müssen nicht ewig in dieser Dimension leben. Irgendwann gibt es einen Aufstieg in eine andere Ebene. Kosmisch gibt es nicht nur eine dritte Schwingungsdimension. Es gibt eine vierte, eine fünfte und so weiter. Es gibt mehr als 100, es gibt fast 900 kosmische Dimensionen. Und da sehen wir erstmal, wie tief wir auf dieser Hühnerleiter stehen, mit der 3. Und diese Symbolismen sind der Kern, der in dem Gizeh-Plateau verborgen ist. Wir kommen langsam zum Schluss. Sphinx, viel Ärger, viel Streit darum, weil man glaubt, irgendein Pharao hat sein Gesicht dafür hergegeben. Das ist nicht so. Definitiv ist das nicht so. Hier ist ein Symbolismus wieder dargestellt mit einer gewissen mathematischen Bezug. Wissen wieder in Stein gesetzt. Und dieser Kopf war in 32 Ellen Höhe, 32 sakrale Ellen. Heute ist es ein bisschen flacher, wie bei mir. Ja. Dort ist es abgeschliffen durch den Wind. Bei mir ist es durch andere Sachen abgeschliffen. Und dann stand die Ureus-Schlange eine höher, bis 33. Und in der Cheops-Pyramide musste 32 und 33 Grad zusammengemacht werden. Der hat aber für die Winkelsysteme keine Bedeutung, deswegen habe ich den weggelassen. Und ohne Schwanz ist diese Sphinx 111 sakrale Ellen lang. Damit haben wir die gleichen Bezüge wie in der Königskammer. Und hier vor der Sphinx war ursprünglich da an dieser Stelle eine Statue. Wir sehen heute nur noch so einen Wulst in dem Bereich. Ist also massiv zerstört worden. Und dort stand eine Göttin, die Hauptplanerin des Gizeh-Plateaus. Die Göttin Neit. Für die meisten vollkommen unbekannt. Sie ist eine von den 4 Göttinnen, die um den Schrein von Tutanchamun stehen, mit ausgebreiteten Armen und diesen Schrein energetisch schützen. Da ist Isis gegenüber ihrer Schwester, die Neftis. Dann an der anderen Seite steht die Selket und an der ihr gegenüber die Neit. 4 wunderschön hübsche Frauen. Und man sieht, dass es damals sehr hübsche Frauen gegeben hat. In der Tat. Also die war diese Hauptplanerin. Ich hatte auch da schon einmal Bemerkungen gemacht, dass das ganze Gizeh-Plateau viel, viel, viel älter ist und dass hier Prozesse gegeben hat in der Geschichte, die so nicht bekannt sind und die Sie auch nirgends in einem Buch lesen können, weil die Geschichte wie mit den Statuen, wo unten hereingeritzt worden ist, ein anderer Name, die Geschichte manipuliert worden ist. Wir leben heute mit einem falschen Geschichtsbild, was Ägypten betrifft. Und dieses Gizeh-Plateau ist älter als 100.000 Jahre. Älter, deutlich älter sogar. Für mich war das, wo das wieder klar war, schwer zu begreifen. Ich hätte es nie und nimmer für möglich gehalten. Und ich habe auch von anderen dann Einwände gehört, ja, dann wären die Pyramiden ja viel, viel mehr kaputt, mehr zerschlissen. Immerhin waren sie um 820 noch intakt. Sie hatten noch eine glatte Fläche gehabt. Außer bei der Mykerinus die 16 Steinschichten, die rau geplant waren. Ist nicht vergessen worden oder keine Zeit dafür gehabt. Und hier muss man den gleichen Bezug bringen wie beim Obst. Ich habe auch schon manchmal so die Frage gestellt, welche Äpfel lagern Sie ein, wenn Sie einen Garten hätten? Da wird ein allgemeines Bild gegrübelt. Hintergrund ist,
man lagert nur die ein, die noch intakt sind, die keine Schlagstelle haben, die nicht irgendwie beschädigt sind. All das, wo ein Apfel oder eine Birne beschädigt ist, verfault schneller. Die Pyramiden waren energetisch geschützt, komplett geschützt. Und solange kein Schaden an den Pyramiden gemacht worden ist, blieben sie ziemlich intakt, also eigentlich geschützt vor Erosion. Und erst was unter den Türken, Osmanen und so weiter dann begonnen hat, dass man die systematisch sogar zerstört hat, um die Steine zu verwenden für den Aufbau in Kairo und Zitadelle und so weiter, dann begann dieser stärkere Verfallsprozess. Hier nur noch mal kurz diese Zusammenfassung von der Sphinx. Unten wieder die 87, oben die 111. Und hier drüben sehen wir den gleichen Zusammenhang und der resultiert daraus, dass der Kopf 16 Ellen lang war und der 111 lange Körper ohne dem Schwanz, da tut das Ganze nämlich verschleiern, wieder zu dem Symbolismus 0,144, 144 und so weiter führt. So, wenn wir jetzt alles zusammenfassen, dann sehen wir eigentlich wieder das sehende Auge. An jeder Ecke eine der Meistergrade von den drei Pyramiden. Links unten der Symbolismus für die Mykerinus-Pyramide, Meister auf dem Weg des Osiris. 11. Grad entspricht in einem anderen Symbolismus 3 hoch 1. Meister auf dem Weg der Isis für die Chephren-Pyramide, 22. Grad. In dem Symbolismus 3 hoch 2 gleich 9. Und oben Meister auf dem Weg des Horus, Cheops-Pyramide, 33. Grad, 3 hoch 3, 27. Damit haben wir an der Spitze genau den Code des Sarkophags mit 27 und 33 und erstaunt, dass wieder sich Dinge fügen über einen Symbolismus, der so in der Form noch gar nicht bekannt war. So, damit komme ich an das Ende eines wieder, nämlich an anspruchsvollen Vortrages. Dankeschön für Ihre konzentrierte Aufmerksamkeit und entschuldigen Sie, dass ich Sie wieder so hart gefordert habe. Dort, wo eine hohe Kultur ist, ist leicht die Gefahr, dass sie dekadent, überheblich, arrogant wird und nicht mehr bestrebt ist, sich das Wissen anzueignen. Wenn wir die ägyptische Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass es dort auch einen Niedergang gegeben hat. Wir verwenden heute das Dezimalsystem, geben Größen an in Meter und nehmen nicht in Bezug auf das ursprünglich verwendete Maßsystem. Ein amerikanischer Fuß, der aus 12 Zoll besteht, ist 1200 durch 3937 Meter lang. Würden wir jetzt diesen Fuß umrechnen in einen einzigen Zoll, müssen wir das durch 12 teilen. Und mal 100 nehmen, wenn wir es in Zentimeter umrechnen, und da kommt eigentlich eine Formel raus, 1 durch 0,3937. Und jetzt kommt eigentlich das Verrückte an der ganzen Sache. Wenn man das ausrechnet, gibt es eine Ziffernfolge, die beginnt mit der Größe, die wir heute kennen als die Länge des Holzes, 2,54 Zentimeter. Dann kommt 0, 0, 0, 5, 0, 8, 0, 0, 1, 0, 1, 6 und so weiter. Wenn man das genauer analysiert, stellt man fest, da drin ist eine Verdopplungsfolge. Jede nachfolgende Zifferngruppe ist genau doppelt so groß wie die vorhergehende. Und da, wo ich das entdeckt hatte vor Jahren, war mir klar, mein Gott, das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Wieso ist ein Zoll mit so einer ungewöhnlichen Mathematik behaftet, die uns regelrecht in Erstaunen versetzt? Der Zoll war bereits den alten Ägyptern bekannt. Wer die Erbauer der Pyramiden in Gizeh waren, ist keinesfalls abschließend geklärt. Doch eine genauere Betrachtung der verwendeten Planmaße offenbart eine geheimnisvolle, auf hohem Niveau stehende Mathematik.
Wenn man alles genauer betrachtet, sieht man, es gibt solche Verflechtungen mit Maßen, mit Zahlen, die immer wieder auftauchen. Es ist wie ein homogenes Konzept, wo man sagen muss, das ist schon Sternmathematik. Ich hatte die Gelegenheit, in der Königskammer selbst Vermessungen zu machen, Laservermessungen, und konnte feststellen, wenn man diese Außenmaße nimmt, also viermal die Länge oben und unten, viermal die Breite oben und unten und viermal die Höhe vorn und hinten, führt das zu genau 33 Königsellen. Macht man das innen, führt es zu 27 Königsellen gleich 3 mal 3 mal 3. Das Kurios ist an dieser Stelle, dass also außen 3 3 ist und innen 3 mal 3 mal 3. Gleich 27 oder 3 hoch 3. Man kann also alles nur durch die Zahl 3 ausdrücken. Und so eine Konstellation sieht nicht nach einer zufälligen Planung aus. Aber das Ungewöhnlichste für mich selbst, das ist der Fußboden. Da sind noch Dinge verborgen, die äußerst ungewöhnlich sind. Das Gefälle im Fußboden, das ist etwas, was der Tourist überhaupt gar nicht mitbekommt. Denn das Gefälle ist so gering, dass es beim Laufen nicht bewusst wird. Die ersten vier Steinreihen haben ein Gefälle von 1/276. Wenn man den Winkel dazu bestimmt, in dem System, wie wir das also in den Breitengraden kennen, Grad, Minuten, Sekunde, dann ist dieser Winkel 0 Grad, 12 Minuten, 27,33 Sekunden. Man wollte dort in dem Sarkophag Verbindung haben in höhere Ebenen, zu den Göttern, in höhere Schwingungsdimensionen. Und damit sehen wir auch, dass eigentlich ein ganz anderer Effekt in dieser Königskammer beabsichtigt war. Die Initiation, die Einweihung in die höchsten Mysterien.